Das nächste Werk ist ein Stück. Ich habe mich mittlerweile nun dem Trend meiner Nachbarn angeschlossen und habe mir wilde Tiere gehalten. Ein Feuersalamander. Naja, und daraufhin, als dann meine beiden Nachbarn mitsamt ihrer Pythonschlange in die Urne geschafft wurden, habe ich mich für was Zahmeres entschieden. Von vielen Seiten, da habe ich's gehört, wer keine Zierfische hat, der ist geistig gestört. Na, ich war natürlich nicht dumm, kaufte mir sofort ein Aquarium. Zuerst füllte ich das Becken mit Sand, wir wohnen im Neubau, da rieselt er von der Wand. Dann steckte ich noch Möhren und Spargel rein, für meine Zierfische sollte nicht zu teuer sein. Ich hab dann auch für Fische gesorgt, bin zum Fischgeschäft runter, hab mir welche geborgt. Ich kam so etwa auf 30 Pfund, alle fröhlich und gesund. Vorsichtig wickelte ich sie aus und legte sie feierlich in ihr Glashaus. Die zappeln und schienen sich sehr zu freuen, mit Mühe und Not bekam ich alle rein. Einen Rochen hatte ich nach unten gelegt, darüber eine Flunder, die hatte sich nicht mehr bewegt. Ein Hering und eine Scholle legte ich dazu, den drückte ich erst die Augen zu. Den Rest tat ich hinein, nicht mehr nach Wahl, nur oben drauf legte ich noch ein Räucheraal. Dann goss ich noch heißes Wasser hinein, für meine Fischlein sollte schön warm sein. Eine Woche hielt ich's mit ihnen aus, da begann es zu riechen im ganzen Haus. Auch meine Nachbarn, die beschwerten sich, sie meinten, meine Zierfische riechen komisch. Dann kam auch noch die Feuerwehr, nur wegen den Fischen, nicht wegen mir. Ich gab ihnen die Tiere, die brachten sie raus, seitdem habe ich wieder Ruhe im Haus. Doch eins ist gewiss, ich bleibe nicht allein, als nächstes kaufe mir ein Nilpferd ein. Doch eins ist gewiss, ich bleibe nicht allein, als nächstes kaufe mir ein Nilpferd ein. Oder ein Stinktier. Komm ein bisschen zu mir. Hallo. Du bleib mal da. Zeig mal dein Prachtstück von einem Schnurrbart. Das muss man mal in echt groß. Der ist nämlich echt, der ist gedreht. Sag, wie machst du das, dass dieser Schnurrbart da, entschuldige, darf ich mal? Du, wie machst du das, dass das also wirklich so hält? Das ist mit Seife. Ich sag dir natürlich nicht die Marke. Ich meine, wir dürfen ja keine Werbung machen hier. Musst du das wirklich jeden Morgen so eindrehen oder wurzeln, wie wir sagen? Wurzeln und eindrehen, ja, ja, klar. Dann hält das so. Mhm. Du hast die Spitzen genau vor den Augen, hat dich das noch nie gestört? Nö, bei Regen wische ich damit den Gläser sauber und wenn ich Besuch habe, hänge ich Teebeutel dran, wenn ich vier bedienen will, weißt du? Ja. Sag, du schreibst ja für sehr, sehr viele Leute die Texte. Nenn uns doch ein paar, wer da dabei ist. Ach, naja, lieber nicht. So Schleichwerbung will ich doch nicht machen. Schleiche. Soll ich? Naja. Dem Frank Zander jetzt zuletzt erstmal und naja, dann sind einige andere noch drunter. Wie? Soll ich sagen? Gunter Gabriel nicht? Nee. Der schreibt seine ja selbst. Aber für wen? Na, lieber nicht. Also er macht jetzt einen Text für mich. Ja, sag deutlich. Ja? Für mich. Für Peter Rapp zum Beispiel. Ja. Sag, musst du den Bart irgendwie besonders stutzen, dass es genau in diese Fasson kommt? Ich meine, das ist gar nicht so einfach. Das finde ich so. Naja, ich meine, der ist so gewachsen erstmal eine Zeit lang, so ziemlich gewuchert, dann habe ich ihn abgeschnitten und dann morgens rasiere ich an der Seite vorbei. Und zum anderen ist es dann natürlich noch so, die Haare gehen teilweise von selbst aus, wenn sie mit der Seife immer so reingedreht werden. Deswegen kann der nie länger werden und der hier auch nie kürzer. Hassel, du wirst in Horstl, Swinerisch, du wirst also in Deutschland unter dem Begriff Blödelbarde eingereiht. Hörst du das gerne? Ach naja, ich meine, jeder muss seine Schublade finden, wenn die Leute meinen, dass ich blödel bin, dann von mir aus. Na, das heißt, ich glaube ja sogar, die gut blödeln können, müssen ja besonders gescheit sein. Was hast du eigentlich erlernt? Ja, ich habe Kunstgeschichte und Malerei studiert, in Barcelona unten. Aber das habe ich natürlich nur das eine abgeschlossen, und zwar die Malerei, das lag mir mehr, konnte man mehr bei trinken und so. Das andere ist zu streng gewesen und da habe ich das lieber sein lassen, nicht? Und du hast aber so eine ganze Reihe von Alleinunterhalter-Gags. Vorhin in der Kantine war so ein Spaß. Mach mal deinen Bauchredner oder sagen wir. Bauchredner? Ja, ich könnte höchstens die Querflöte machen. Das kann ich auch jedem erzählen, dass er das vielleicht nachmacht. Allerdings, ihr seid schon viel zu groß jetzt, wenn man es so sagt. Ich bin nämlich mal klein gewesen, da bin ich auf den Kopf gefallen. Da bin ich einen ganzen Monat rumgelaufen so. Und daher kann ich das jetzt so.
Naja, kann jeder erlernen. Wenn ein bisschen Training, mach aber auch nochmal das mit dem fernen Lautsprecher. Das fand ich so stark. Mit dem fernen Lautsprecher. Ja. Herab, Telefon! Nochmal. Herab, Telefon! Ja, das war gar nicht so gut. Das hat mir vorher besser gefallen. Ja, da saß ich auch weiter weg.